Es ist Desk Dough, ja. Es macht Beats. Mothergrid meldet sich heute aus Marburg und zwar sind wir zu Gast bei Stops und Mops. Und auf dem Programm steht heute die Präsentation des ersten digitalen Lichtes. Wie seid ihr denn jetzt vorgegangen, das Produkt? Die Leute müssen das Produkt ja auch verstehen. Also wenn ich jetzt Operator bin, sitze an dem Pult und ich habe im Prinzip endlose Möglichkeiten. Ihr musstet diese Möglichkeiten ja im Prinzip so ein bisschen kanalisieren auch, um die User nicht zu überfordern. Was für ein Bedienkonzept ist denn daraus gefolgert? Also ich kann dir schon mal versprechen, jeder, der schon mal eine moderne motorisierte Lampe in seinem Leben gepatcht und bedient hat, der wird das sofort bedienen können. Das ist überhaupt gar keine Frage. Wir haben uns extra daran orientiert, es so simpel zu gestalten, dass der Einstieg sofort möglich ist. Die Möglichkeiten, die sich dir dann eröffnen mit 8 Gobos innerhalb eines Desto, sind unglaubliche. Aber die Bedienphilosophie ist unglaublich einfach. Du hast einen Strobe, du hast einen Dimmer, du hast Farbe, du hast Gobo, du hast Rotationen. Und dann auf einmal hast du Dinge, die das vermischt auf einer digitalen Ebene, halt Dinge machen lässt, die du mit einem motorisierten Scheinwerfer, mit Zahnrädern, ja, einfach nicht tun kannst. Im Grunde steuere ich den Desto Beam an wie jede andere Lampe auch. Also ich habe ein Lichtpult, dort patche ich mir mein Fixture, zum Beispiel mein Moving Light, und so patche ich mir eben auch diesen Desto Beam und habe verschiedene Parameter, und auch diese Parameter orientieren sich an einer Library, die man von Moving Lights, Wash Lights, wie auch immer, Lighting Fixtures einfach kennt. Das heißt, ich habe Parameter wie zum Beispiel Pan-Tilt würde ich erwarten oder ein Dimmer oder zum Beispiel auch Gobos natürlich. Ich habe eine Gobo-Library. Und da haben wir uns eben auch dran orientiert, damit niemand, der an diesem Lichtpult steht, verwirrt ist, sondern sagt, alles klar, habe ich schon mal gesehen, kann ich direkt was mit anfangen und einen Output rausschicken. So, jetzt habe ich aber bestimmte Parameter, die ich natürlich bei einem digitalen Lighting-Fixture einfach noch mal herausstellen kann, wie zum Beispiel das Prisma. Nehmen wir mal als Parameter das Prisma. Ich bin eben nicht limitiert beim Desto wie bei einem Moving Light zum Beispiel auf ein Zweifachprisma, Dreifachprisma, Sechsfachprisma, sondern ich habe die Möglichkeit, ein 255-faches Prisma anzulegen. Das ist natürlich noch mal ein Enhancement sozusagen der Desto Beam Library. Aber grundsätzlich ist niemand überfordert mit dieser Library, wenn ich sie ganz normal auf meinem Lichtpult patche. Denn sie tut genau das, was ich erwarten würde. Das heißt, ich steuere das wie ein Moving Light an, den Desktop. Es ist aber ein eigenes digitales Gerät. Also ihr emuliert nicht Geräte, die es schon gibt auf dem Markt. Nein, das tun wir nicht, sondern es ist wirklich ein eigenes Gerät. Und dieses Gerät muss ich mir auf meinem Lighting Desk, also auf meiner Konsole, ganz normal patchen, wie ich das mit jedem anderen Moving Light auch tun würde. Diese Library gibt es für verschiedene Lichtpulthersteller natürlich, weil wir natürlich möchten, dass möglichst viele User davon profitieren letztendlich. Ja, und es tut dann eben genau das, was ein Moving Light auch erstmal tun würde. Ich mache den Dimmer an, dann habe ich einen hellen Lichtkegel, den ich sehe. Ich kann den Pan-Tilt verschieben, kann ein Gobo reinmachen oder es durch ein Prisma zum Beispiel einfach noch verformen, diesen Beam. Muss ich denn am Brick selber noch irgendwas einstellen oder kann ich da überhaupt noch irgendwas einstellen? Natürlich kann man an dem Desto Beam an sich einstellen, die Standardparameter, wie zum Beispiel die IP-Adresse, Subnetzmaske etc. Dann möchte ich natürlich festlegen, auf welchem
Artnet Universe mein Desto Beam hört und auf welchem Channel es natürlich anfängt. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Und zwar gibt es einmal an der Vorderseite gibt es ein Display und auch vier Tasten, an dem ich das ganz manuell, wie man das kennt, einstellen kann. Aber es wird auch die Möglichkeit geben, das über ein Webinterface einzustellen. Kann ich Desto denn dann eigentlich nur über ein konventionelles Lichtpult ansteuern? Nein, ich bräuchte kein Lichtpult. Ich kann auch jederzeit wunderschöne Beams abspielen aus dem Gerät an sich, ohne eine Lichtkonsole eben damit verbunden zu haben. Letztendlich hört das Gerät aber, wenn ich ein Lichtpult dran anschließen möchte, auf Artnet. Aber ob da hinten jetzt wirklich eine Lichtkonsole dran hängt oder ein anderes Gerät, ist erstmal egal. Also ich brauche ein Gerät, was Artnet ausspielt, oder ich spiele die vorgefertigten Beams ab. Oder natürlich die dritte Möglichkeit, denn es hat auch ein Mikrofon und auch einen Klinkeneingang. Ich kann das ganz konventionelle Lock-to-Music machen, also auf Sound-Beams herstellen und abspielen. Und wie würde das Ganze jetzt funktionieren, wenn ich mit Visualisierungssoftware arbeite und im Pre-Programming bin? Funktioniert das auch schon? Da arbeiten wir gerade dran. Natürlich gibt es immer die Möglichkeit, sich einen kleineren Beamer daneben zu stellen und das tatsächlich erstmal wirklich eins zu eins abzuspielen. Denn ob ich dann nachher auf der Showbühne einen großen Projektor habe, das aber mit meinem Office-Beamer zum Beispiel vorprogrammiere, das bleibt mir selbst überlassen. Aber die Frage haben wir schon sehr oft gestellt bekommen. Und ja, da sind wir gerade im Gespräch mit diversen Herstellern von Visualisierungssoftware, dass ich natürlich dann eben auch die Möglichkeit habe, das über diese Visualisierungssoftware, die gängigen, die am Markt gerade verfügbar sind, darstellen kann und vernünftig vorprogrammieren kann. Was habt ihr denn für eine Strategie, um die künftigen User an die zahllosen Möglichkeiten heranzuführen? Also das ist ja jetzt praktisch beschränkt. Ich kann drei Lichtebenen mit einem Desktop abbilden. Sprich, ich habe drei Beams, die ich separat voneinander kontrollieren kann mit einem Desktop. Ja. Aber wie schon gesagt, die Möglichkeiten sind ja schier unendlich. Also vielleicht nicht ganz unendlich, aber sehr, sehr, sehr vielfältig. Ja. Und wie habt ihr da einen Plan, eine Strategie, wie ihr die User da ranbringen sollt? Die Absolut. Sind ja erstmal überfahren von dem, was jetzt da ist. Aber das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Absolut. Du sprichst zwei Sachen an, die dabei entscheidend sind. Ja. Zum einen den User, wie wird er da rangeführt, dieses Produkt zu nutzen? Und unsere Philosophie ist da ganz klar, absolut simpel. Er muss sofort verstehen, was er in der Hand hat. Er muss nur merken, oh, mir ist eine Grenze aufgehoben. Die Wand ist weg. Ich kann über diese Schwelle sofort weitergehen mit Möglichkeiten optisch, die ich umsetzen kann, ohne dass mich das limitiert. Aber ich möchte nicht überfordert sein. Das heißt, zum einen ist das die Art und Weise der Library, die wir releasen. Ja? Also wir gehen raus mit der Library, die absolut konsistent bleiben soll für lange Zeit, dass ich mich daran gewöhne, wie steuere ich dieses Gerät. Aber in dieser Library sind Kanäle vorgesehen und mit diesen Kanälen kann ich in Zukunft mehr tun. Das heißt, dieses Produkt wird als auch das erste Fixture jemals in den Händen des Kunden sich weiterentwickeln. In dem, was es wirklich im optischen Output kann. Eine normale Lampe wird halt geupdatet über Firmware-Updates, über ihre Grundfunktion. Wir fügen aber wirklich optische Möglichkeiten in den nächsten Updates dazu. Das heißt, wir kommen mit einer Version an den Markt, die definitiv verständlich sein wird. Und wir werden in kontinuierlichen Updates halt eben das Produkt pflegen und somit halt auch Möglichkeiten, optische Möglichkeiten hinzufügen dem Produkt. Ja. Und du hast davon eins angesprochen, wir haben mehrere Lichtausgänge. Ein Beamer erzeugt ein Lichtfeld. Aber innerhalb dieses Lichtfelds können wir uns digital bewegen. Bedeutet, Beispiel klassisches daraus, zweite Teil deiner Frage, ich kann einen Künstler beleuchten, während ich gleichzeitig Gobos herausschieße. Und das ist auch etwas, was es vorher nicht gegeben hat.